Oh, das Deutsche Technikmuseum, da will ich hin. Aber es ist immer so mühsam, wenn man vorher eine Gebärdensprachführung abmachen muss. Aber weißt du was? Das ist gar nicht nötig. Es gibt eine App vom Technikmuseum mit Gebärdensprache. Die habe ich mir vorher aufs Handy geladen. Und jetzt stehe ich hier, vorm Technikmuseum. Für uns bedeutet Inklusion, dass hier alle Besucherinnen und Besucher gleichermaßen herzlich willkommen sind. In ihrer Diversität, mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen. Hier kann jeder was erleben und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt auch für unsere gehörlosen Besucherinnen und Besucher ein Angebot haben, den Videoguide in deutscher Gebärdensprache. Wir haben eine Tour für Kinder und eine für Erwachsene. Wow, also es gibt da verschiedene Stationen. Man kann in der App zwischen der Erwachsenen- und Kinderführung auswählen und ich habe mich für die Erwachsene entschieden. Man muss die jeweilige Nummer der Station eintippen, wie zum Beispiel Nummer 14. Und schon öffnet sich das Gebärdensprachvideo, das mir die Geschichte zu der Station erzählt. Es hängen zwar auch endlose Texte aus, aber das ist anstrengend für mich. In Gebärdensprache ist es sonnenklar und viel angenehmer. Hey Leute, ich habe den ganzen Tag im Technikmuseum verbracht und verlasse es mit einem sehr schönen und zufriedenen Gefühl. Wollt ihr das auch? Dann kommt einfach vorbei. Ciao!